Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie aus der Barockstadt Weilburg zu der neuen Sendung Arthouse Talk. Und hier ist Ihr Gastgeber, Klaus Brückemeier. Hallo und herzlich willkommen zum Arthouse Talk. Heute wieder live aus dem Herzen der Weilburger Altstadt, hier direkt am Marktplatz. Da begrüßen wir Sie im Internet bei Rhein-Main-TV und natürlich begrüßen wir auch hier zu unserem gemütlichen, geselligen Stammtisch unsere Gäste. Und die sind heute Kevin Löhr, Musiker, Michaele Scherenberg, Filmemacherin, Charlie Körbel, Fußballlegende und Heidemarie Witschorek-Zeuel, Politikerin des Herzens und auch eine Legende. Und gegenüber von der Theke stehen auch ein paar Legenden. Die wahrscheinlich älteste Boygroup Weilburgs, die Füllis! Ah. Rot wie es Röte kaum noch geht. Bis unser Herz, bis unser Glück. Du machst uns immer noch verrückt auf nach Allesen, ja. Ja, 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 ja. Ja, vielen Dank an die Füllis. Liebe Heidemarie, du bist ja ganz aus dem Häuschen, ne? So viele Jungs, die dich heute schon musikalisch auf den Händen tragen. Wunderbar, wenn sie mich nachher auch raustragen, ist auch in Ordnung. Nur dran, was du nachher noch trinkst. Nur Wasser. Vorsicht Jungs, ihr müsst nachher noch arbeiten. Gell? Ja, herzlich willkommen, das erste Mal hier in Weilburg. In Weilburg nicht, aber jetzt hier in dieser Stammtischrunde schon. Das freut uns sehr. Also, was soll man da sagen? Also, es ist ja wirklich eine Politikerin durch und durch, ein Frankfurter Mädchen. Ne? In Frankfurt geboren. Also wir haben eine Politikerin, die hessenweit, deutschlandweit und europaweit über Jahrzehnte ganz oben mitgemischt hat und eine der wenigen Frauen, die schon ganz weit vorne waren und auch dafür mitgesorgt haben, dass die Frauen mehr eine Stimme bekommen und unter einer Bundeskanzlerin dienen durften. Wie war das denn so das erste Mal, wenn man sagte, man hat eine Frau an der Spitze, war das okay oder haben wir dafür gekämpft, dass es endlich mal passiert? Also ich muss ehrlich sagen, unter Frau Merkel habe ich jedenfalls nicht gedient, sondern ich war gleichberechtigt in dem Kabinett. Und außerdem, das finde ich, ist immer wichtig, die Frage ist ja nicht, hat man eine Frau irgendwo, sondern sind die Frauen gleichberechtigt zahlenmäßig vertreten? Und im Bundestag ist das noch längst nicht der Fall. Und auch nicht in den Kabinetten. Ne? Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Momentan ist ja das Jahr, und es war auch die Tage schon über, und wird auch das ganze Jahr über noch in den Medien sein, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Da haben einige sehr stark und hart damals für gekämpft. 100 Jahre ist eine lange Zeit, sollte man meinen. Hat es denn was geändert? Du hast gerade schon gesagt, also wenn man sich mal die Verteilung im Bundestag anschaut. Ja, also das Allerwichtigste finde ich ehrlich gesagt, dass es immer noch eine Lücke gibt zwischen Männern und Frauenlöhnen von 21%. Und das ist ein Skandal, das muss wirklich geändert werden. Und zwar nicht erst in den nächsten 100 Jahren, sondern so schnell wie möglich. Also wir haben festgestellt, es ist noch nicht da, aber was können wir denn noch tun? Wir reden darüber, Frauen an die Macht, Frauen in Führungspositionen, über Quoten. Und wir sind ja eigentlich schon gedanklich da, aber in den Zahlen nicht. Was können, was müssen wir noch tun, damit da ein Ruck passiert, damit wir da hinkommen, wo wir schon lange sein wollen? Also gedanklich da ist schön, aber das, ich nehme jetzt mal so eine ganz praktische Frage. Ja. Also ich selbst habe 10 Jahre lang als Lehrerin unterrichtet, bevor ich politisch aktiv geworden bin. Und damals war es völlig unmöglich, Beruf, Familie, Politik und Kinder dann miteinander zu verbinden. Und ich finde, heute ist es auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, eigentlich muss der Kindergartenbesuch kostenlos sein. Es muss so sein, dass Männer und Frauen Beruf und Familie miteinander verbinden können und nicht nur die Frauen immer diejenigen sind und nachher wirkt sich's in der Rente aus. Deshalb, also, das finde ich, muss sich ändern und da müssen die Frauen auch mal sozusagen mal auf die Pauke hauen und sagen, so geht's nicht. Und zwar bei jeder Wahl, die ansteht, immer bei der nächstmöglichen. Ja, also ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Da ist noch einiges machbar und da ist noch ein Weg dahin. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal zusammenkommen in 100 Jahren und über 200 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland reden, dass es da ein bisschen was mehr passiert ist. Aber mal in 10 Jahren, damit ich noch komme. Deswegen,
Wir sagen mal vielen Dank für diesen Einblick, für diese Informationen und würden gerne auch noch, so wie wir dich begrüßt haben, noch einmal die Phyllis zur Verabschiedung haben. Jungs, haut rein! Rot, 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 rot ist die Heidi. Rot, wie es heute kaum noch geht. Bist unser Herz, bist unser Glück. Du machst uns immer noch verrückt, doch nach all diese Jahren. Ja, 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 ja. Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, gibt immer Leute, die sagen dann, ah, die rote Heidi. Also ich bin jetzt 76, okay. Und ich sage dann immer, und dann sagen man, stört dich das? Und dann sage ich immer, nee, besser rot als blass. Und das, oh, ja. Ach, herrlich. Ist doch wahr. Ja. Blasse gibt's genug. Und es wäre ja auch komisch, wenn ich den Nagellack, den Lippenstift, den Pullover und die Haare sehe. Also wenn man da nicht rote Heidi sagen würde, das will man ja auch fast quasi schon. Ne? Das wäre sonst traurig. Also wir sagen an dieser Stelle tatsächlich schon vielen Dank, weil du musst schon wieder weiter. Ich muss du hast los, noch ja. Andere Termine, deswegen ja. Werden wir in der großen Gruppe nicht mehr knuddeln können. Aber wir machen jetzt quasi einen kleinen Tausch. Wir machen einen Platztausch. Wir sagen erstmal hier vielen lieben Dank. Und die Phyllis tragen mich jetzt raus. Und die Jungs, ja genau. Über 7 Brücken müsst ihr gehen. Dann wird die Sabine kurz dein Mikrofon übernehmen. Okay. Ihr dürft einen Schluck trinken und dann machen wir gleich tschüss. Mit dem nächsten Knaller weiter. Zurück an der Theke und jetzt mit meinem nächsten Gesprächsgast, nämlich Karl-Heinz Charlie Körbel. Und für ihn haben die Phyllis etwas vorbereitet. Ein Charlie Körbel. Es gibt nur ein Charlie Körbel. Ein Charlie Körbel. Es gibt nur ein Charlie Körbel. Jetzt können wir alle mal. Charlie Körbel! Wir haben recht. Haben Sie recht? Klar. Da kann man nichts dagegen sagen, oder? Gibt's es geht einem doch runter wie Öl, oder? Wenn auch so ich bin das ja mittlerweile gewöhnt. Das ist einfach so. Wenn das jetzt noch junge Mädels wären, was wäre das noch schöner? Nein, aber wirklich, wir haben eben schon gesagt, Fußballlegende, alive and kicking. Hier sitzt er, hier ist er wieder präsent und ist ja überall immer im Namen des Fußballs unterwegs. Wir haben ja eine glorreiche Saison der Eintracht hinter uns. Hat man da auch mit ganz viel Herz und Leidenschaft jedes Mal dabei gestanden? Ja, nicht nur dabei gestanden. Ich bin ja in der Lage auch, dass ich ja immer noch aktuell dabei bin auch. Und ich war ja jetzt auch mit der ersten Mannschaft in Florida. Konnte mir das Trainingslager angucken. Wir waren dort präsent mit unserer Fußballschule. Und dann bekommt man natürlich die Jovics und die Hütters und wie sie alle heißen, auch mal ganz nah zusammen. Und das ist auch, denke ich, auch wichtig, dass gerade Generationen, es sind ja auch viele Spieler dabei, wo mich ja noch nie spielen haben gesehen. Und hat dann, gar keine Chance dazu. Ja, aber was eben halt das Interessante ist, dass die dann nachhaken und sagen, ja, wie hast du es denn gemacht, 602 Spiele zu machen? Das ist so diese Faszination. Und kann ich gut verstehen, weil 602 Spiele, insofern ich weiß, mit keinem einzigen Platzverweis. Du bist immer drin geblieben. Das ist auch hier Fair Play par excellence. Ja klar, das ist meine große Stärke gewesen. Ich habe immer ein super Verhältnis gehabt zu den Schiedsrichtern. Ja, ja. Au. Was wären wir ohne die Phyllis? Ganz genau. Ja, aber was auch ganz spannend ist, du bist ja dem Fußball verbunden und nicht nur dem althergebrachten, sondern auch neuen Sachen offen, engagierst dich für viele verschiedene ehrenamtliche Sachen und warst ja auch Botschafter für die Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland. Und da gibt es ja böse Zungen, die scherzhaft in der Satire auch sagen, wie der liebe Henny Nachtsheim, die Frauen entweihen den geheiligten Rasen unserer Stadien. Ist das denn heute immer noch so oder hast du gesehen, seitdem auch der Frauenfußball ein bisschen mehr, wir haben ja eben mit der Heidemarie Wiczorek-Zoll darüber geredet, ne, 100 Jahre Frauenwahlrecht, wie sieht es denn aus beim Fußball? Ja, die haben mich damals überredet, als Botschafter das zu machen. Das war damals die Petra Roth und hat einfach gesagt, du musst das machen. Ja, und ich fand es, dass man ja mal so nah auch da dran ist. Und an den Mädels. An den Mädels auch. Ruhig da hinten! Und
Ich habe dann wirklich den Frauenfußball ganz anders gesehen und einer meiner guten Freunde ist ja der Sigi Dietrich vom FFC Frankfurt und ja, ich finde es immer faszinierend auch, wie die Frauen sich auch verbessert haben in ihrer Leistung, fußballerisch auch. Und deswegen verfolge ich, seit dass ich Botschafter geworden bin, ja, mit großem Interesse auch. Und man sieht ja auch, dass viele Bundesliga-Vereine jetzt auch eine Frauenmannschaft auch haben. Und ja, auch Eintracht Frankfurt hat ja auch den Gedanke, vielleicht da auch einzusteigen, weil ich denke auch, man hat ja eben gehört bei dem Gespräch bei einer Vorrednerin, die Frauenquote muss man hochschießen, auch vielleicht in der Bundesliga. Und das wäre vielleicht jetzt auch, wenn Eintracht Frankfurt dann noch eine Frauenmannschaft in der Bundesliga hätte. Was ich sonst noch Tolles, Spannendes gelesen habe, andere Stars und Sternchen werden irgendwann, meist wenn sie gestorben sind, wenn sie Glück haben, zu Lebenszeiten noch bei irgendwelchen Panoptikum, Madame Tussauds Einrichtungen in Wachs gegossen. Aber die ganze Welt wird einmalig, erstmalig durch dein Gehirn laufen. Super. Du hast, er hat Einsteins Gehirn ausgestochen, ne, in der Abstimmung. Und das Senckenberg-Museum wird einen neuen Komplex bauen. Und darin wird dein Hirn unter anderem sein, wo man sich drin ja, ausprobieren, erfahren kann. Was hat es damit auf sich? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das war mein Gedanke auch damals. Deswegen haben Sie dich ausgewählt. Ja, das war damals, wurde ich gefragt vom Senckenberg-Museum. Wir wollen eine Ausschreibung machen mit der John Forsey, mit Einstein. Genehmigst du das? Und dann, wo ich diese zwei Namen ja, gelesen habe und auch mitgeteilt bekommen habe, habe ich gesagt, ja, hast du eh keine Chance, weil Senckenberg-Museum, das ist Historie und die nehmen eh nur Toten. Und ich lebe ja noch. Und, ist auch gut so, und, das ist auch gut so. Und deswegen war das für mich überhaupt keine Frage. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das die Eintracht-Fans mitbekommen haben bei dieser Auswertung. Und auf einmal, und auf einmal haben die mich hochgeschossen und dann bekam ich vom Senckenberg-Museum einen Anruf und haben gesagt, du hast gewonnen. Dann sage ich, super. Und das war natürlich eine Sache, wo ich erstens mal nicht gewusst habe, was kommt auf mich zu. Und dann haben die mir das erklärt, ja, dass das ein begehbares Gehirn wird im Senckenberg-Museum. Das wird jetzt schon gebaut für 1,5 Millionen. Wird es nachgebaut. Es gibt wie so ein kleines Fußballstadion. Also jeder kann dann durch mein Gehirn gehen und kann sehen, wie schlau ich gewesen bin. Und das zeigt wiederum einmal, dass auch Sportler durchaus was im Kopf haben. Vielen Dank, Charlie Körbel. Es gibt nur ein Charlie Körbel. Ein Charlie Körbel. Es gibt nur ein Charlie Körbel. Auf dich. Auf das dich noch lange am Tresen treffen und nicht nur im Museum. Genau. Ich hoffe, dass jeder ins Museum kommt. Dann. Natürlich, ab 2020, ja. Ende 2020. Ja. Also ne, auch Frankfurt soll ganz schön sein. Vielleicht machen wir mal eine Bustour zusammen. Ne? Vielleicht kann man eine exklusive Führung dann. Ne? Mit dir durch dein Hirn, ich wäre dabei. Ja, da muss man, dabei sein. Wissen, was da so alles drin ist. Nein, das ist wirklich außergewöhnlich und das gibt es ja nur einmal. Es ist praktisch so wie das Heidelberger Schloss oder wie hier, wenn ich hier draußen so, draußen sein gucken, Hirn ist das Heidelberger ist einfach, Schloss, weißt du, immer. Ja, das ist ja wirklich was Besonderes. Immer, wenn ich ausmache, wenn ich die Zeit angezeigt bekomme, kommen die guten Sachen. Von 100 Jahren Frauenwahlrecht über Frauenfußball zu einem, dem alle Frauen zu Füßen liegen. Zumindest dem, deren Songs er singt. Wir haben hier Kevin Löhr. Du bist seit Jahren unterwegs mit den wunderbar großartigen Songs von Elvis the King Presley und hast sogar 2016 an der Europameisterschaft in Birmingham teilgenommen und hast da von 64 Teilnehmern den dritten Platz belegt. Also herzlichen Glückwunsch! Danke. Aus Weilburg in die ganze weite Welt. Wie war das doch, wenn man da mit 74 Elvis-Sängern zusammensteht? Sagen die, hier, geh mal weg, ich spiel viel besser, du hast so komische Frisur, zieh die Jacke aus. Ja, man geht mit einem gemischten Gefühl rein, weil man denkt, dass da der Konkurrenzkampf doch sehr angesagt ist. Yeah. Aber es war ganz anders wie gedacht. Also eine Familie, man merkt, man hat alle dieselbe Leidenschaft, man teilt dieselbe Leidenschaft. Aha. Und
man konnte wirklich von jedem nur das Beste behaupten, also kollegial, freundschaftlich. Jetzt denkt man, Elvis ist ja vielleicht nicht gerade unbedingt der angesagteste Künstler für junge Leute wie dich. Wie kommt es, dass du sagst, Elvis ist auch mein King und ich liebe seine Songs und liebe es, sie zu singen und sogar so gut, dass du es soweit schaffst? Ja, aufgewachsen bin ich bei meinen Großeltern, weil meine Eltern bis heute auch noch beide berufstätig sind. Und nach dem Kindergarten ging es immer zur Oma, essen und ja, groß werden war da angesagt bei meiner Oma und Opa. Die Oma hatte so einen weißen Anzug mit so Glitzersteinen an und so hochgeschlagen. Nee, das jetzt nicht, aber die hat mir tatsächlich einen genäht. Aber nein! Doch, selbst geschneidert. Nee, da bin ich groß geworden und im Sommer haben wir immer draußen auf dem Balkon gesessen und mein Opa hatte so einen alten Plattenspieler da stehen. Und dann kam er mit so einer Sammlung Platten und hat gesagt, hier, such dir doch mal was aus. Und dann durchgeguckt, Peter Alexander, Heinz Erhardt. Oh, was ist das denn für einer? Dicke Koteletten. Ja. Ja, und da, die möchte ich hören, Opa. Und seitdem immer und immer wieder die Platte gehört und ja, so der Musik. Und du bist aber kein Imitator, das heißt, du hast nicht die Koteletten und den Anzug, obwohl die Oma wahrscheinlich stolz wäre, sondern deine Stimme. Hast du denn deine Stimme, die du, verstellst du die, dass du, there's a mother cry, dass du so dieses Tremolo reinbringst? Machst du das auch oder ist das, nein, ich singe mit meiner normalen Singstimme? Also als ich mit 10 angefangen habe, die Elvis-Songs zu singen, da musste ich natürlich einiges verstellen. Da war die Stimme noch relativ hoch. Genau, über die Jahre hat sich einfach diese Stimmfarbe so entwickelt. Ne? Also ich bin da nicht einer, der irgendwas verstellt, ob das persönlich ist oder stimmlich. Also das ist ganz ich. Meine Stimme ist so, wie sie ist und ich bin froh, dass die so ist, wie sie ist, sonst könnte ich wahrscheinlich die Songs nicht singen. Genau, das ist nämlich hier deine neue CD. Genau. Hier, Uwe, komm mal näher, halt mal drauf, so sieht's aus, genau. Hier Cash and King, das heißt, du machst jetzt Kohle aus dem King. So ungefähr. Na, die Jugend muss unterstützt werden, das muss man ja sagen. Gibt es da noch Aufnahmen, als du damals als 10-Jähriger angefangen hast als Elvis? Die gibt's, aber die bleiben bei mir. Stell mir gerade so vor, wenn du dann der Oma gesungen hast, Are you lonesome tonight? Ja. Aber wie er wirklich klingt und wie das Album live klingt, das hören wir alle jetzt hier live. Bitte einen Applaus für Kevin Löhr! Thank you.
Fernsehen reden wir übers Fernsehen, weil wir haben eine traumhafte Film- und Fernsehmacherin bei uns, Michaele Scherenberg. Und sie hat uns was ganz Besonderes mitgebracht, aber für dich auch erstmal ein warmer musikalischer Gruß. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Da ist er. Du siehst bezaubernd aus und du hast auch bezaubernde Sachen mitgebracht, weil du bist ja für den Hessischen Rundfunk lange in Hessen unterwegs gewesen und hast dich um wunderschöne Themen gekümmert, vor allem auch kulinarisches. Also ich habe hier solche Sachen aufgeschrieben, was Handkäse mit Musik, hessisches Apfelbuch, großes Kartoffelbuch. Also du hast nicht nur Sendungen gemacht, sondern auch drüber geschrieben. Und kaum bist du hier auf dem heißen Stuhl angelangt, sehe ich schon wieder Essen vor dir. Was hast du mitgebracht, Michaele? Das Gute ist, ich habe es nicht mitgebracht. Ich kann eigentlich gar nicht richtig kochen, aber ich kann sehr gut essen. Ja, ich habe immer alles interessiert mich, was zu essen gemacht wird. Und dann habe ich gerade, als ich diese Köstlichkeit bekommen habe, einen Handkäse-Carpaccio, was wir alle hier genießen durften, gleich den Wirt und die Wirtin gefragt, ob sie mir mal die Zutaten hinstellen können, weil man soll es nicht unterlassen, mal sofort das Rezept zu verraten. Also meine Lieben, ein echtes Hessen à la carte Rezept. Käse-Carpaccio, bitte die Stifte holen, geht folgendermaßen. Man nimmt Handkäse hier und schneidet den ganz dünn, Carpaccio-mäßig nämlich, dann mischt, nicht, gehst du weg. Und dann nimmt man Äpfelchen, auch fein gerebelt, rote Pfefferkörner, ganze rote Pfefferkörner, klein gehackte Walnüsse und dann als Flüssiges kommt dazu ein weißer Balsamico-Essig, Walnussöl, meine Lieben, und Ahornsirup. Eine Spur Salz, eine Spur Pfeffer, das Ganze schön gemixt, ein wenig stehen gelassen. Und guck, ja, so sieht es dann aus. Und ich darf das essen, mein ganzes Glas voll, das ist schon das zweite. Und ich finde es ein super Gericht. Aber das ist ja auch so ein bisschen eine deiner vielen Berufungen. Ja. Fernsehmacherin, Autorin, Redakteurin. Du hast dich lange im hessischen Fernsehen getummelt und hast da viele Sachen gemacht und hast um Essen dich gekümmert. Und ich habe da aber irgendwo Leuten hören, dass du zumindest im HR-Fernsehen demnächst nicht mehr so viel auftauchen wirst. Also ich liebe Hessen à la carte. Ich finde es auch ganz toll, dass ich eigentlich eine Sendung mache, die nicht aus dem Klärwerk ist oder aus dem Untergrund oder sonst irgendwas. Finde ich auch gut. Ja, sondern dass ich was mache, wo ich einfach jahrzehntelang so gut, dann wollen wir mal gleich auch was über dich sagen, Klaus. Klaus nämlich, ja, ist jemand, der die schönen Dinge unter dem Kragen trägt. Mach doch mal den Kragen auf. Ich habe nämlich vorhin mal, guck doch mal, wie schön das ist. Ja. Wie eine Serviette. Ja. Dann merkt man gleich, eine Frau ist da, die guckt ganz anders. Ich gucke mir mal alles genau an. Wir haben uns um Sport gekümmert, Politik, und jetzt kommt nicht mal die Muße ins Spiel. Also ich habe lange, lange Jahre, Jahrzehnte Hessen à la carte gemacht und die Redaktion für Hessen à la carte habe ich auf das Ende des letzten Jahres, also auf den 31. Dezember niedergelegt. Oh. Und nein. Die Katze lässt das Mausen nicht. Aha. Und zwar, ich liebe es zu filmen. Ich bin ja Videojournalistin. Ich filme auch selber, ich schneide selber, ich texte das selber, ich erfinde das selber, ich vertone das selber und ich sende das zwar nicht selber, aber jedenfalls freue ich mich, dass das dann auch gesendet wird, was ich da so fabriziere. Und das mache ich weiter. Ja. Ich habe mir nämlich was überlegt. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Ja. Und zwar werde ich ab sofort und im Frühjahr starten wir mit der Ausstrahlung eine Kochsendung bei euch machen, die heißt Hessen ist gut, mit 2 S und T. Und wir werden überall herumfahren, auch wo zum Beispiel solche Sachen gemacht werden. Und mit Weilburg TV werden wir das filmen, ich werde es moderieren und wir machen einfach so richtig nette Sachen für euch Leute hier. Wow. Mein Wunsch ist, dass die kleinen Lokale, die kleinen Kochvereine, dass einfach die sonst auch ganz schnell untergehen, dass ich die einfach unterstütze mit dem, was ich kann. Ich möchte gerne, dass das Gaststättensterben von den kleinen Lokalen im Taunus aufhört und dass wir die unterstützen, die es wirklich verdient haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dafür hier großen Applaus generierst. Also, heute geht's quasi schon los. Ja. Liebe Michaele, das klingt ja traumhaft und ich bin mir ganz sicher, wenn du hier
unserem Premium-Publikum rumfragen würdest, wenn du noch irgendwo einen Testesser oder Esserin brauchst. Da finden wir ein paar, oder? Und, wenn und ich hätte das Bier weg. Ja, 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 den fülle ich schon wieder, den fülle ich schon wieder. Und damit, liebe Gäste draußen im Internet, im Fernsehen, hier vor Ort, liebe Füllis, liebe Michaele, vielen Dank, dass ihr hier alle zu Gast wart, mal wieder reingeschaut habt. Und wer mal dabei sein will, kann auch gucken, ob er Karten bekommt. Bleiben Sie uns gewogen, behalten Sie den Arthouse Talk Weilburg und uns alle gut in Erinnerung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Learns us here, learns.